Die Thermodynamik gilt als das schwierigste Kapitel der klassischen Physik, speziell die sogenannten Hauptsätze. Dass das nicht so sein muss, möchte ich nachfolgend zeigen. Hier eine Skizze von der Uni Kiel, und zwar da schematisch und da etwas konkreter. Es geht also Wärme rein, dQ, und es gibt Arbeit raus, dW. Und das führt zu einer Veränderung der inneren Energie, nämlich um dU. Der konkreten Darstellung haben wir einen Zylinder mit Kolben. Die Wärme geht hier rein oder eben raus, je nach Prozess. Und hier geht die Arbeit raus oder rein. Die innere Energie ist dann die Energie des Fluids oder eben des Gases, das hier drin ist. Die Arbeit kann umgeformt werden in P mal dV, aber nur im reibungsfreien Fall. Und dann kann man den ersten Hauptsatz formulieren, nämlich die Wärme, die reingeht, teilt sich auf in Änderung der inneren Energie und abgegebene Arbeit. Wobei, wie gesagt, die abgegebene Arbeit ist pdV. In Wikipedia und in vielen anderen Darstellungen wird das ein bisschen anders geschrieben. Nämlich auf der linken Seite die Änderung des Inhalts und auf der rechten Seite dann der Gleichung die zu- oder abgeführte Wärme und die zu- oder abgeführte Arbeit. Hier steht ein D für ein totales Differential, hier steht ein Delta, weil das sind keine Differentiale, das sind eben Austauschgrößen. Dann wird oft dieses Delta W dann geschrieben als minus pdV. Und da sieht man schon, das kann mathematisch nicht aufgehen, denn hier haben wir so eine D, oder so eine virtuelle Verschiebung, und da haben wir ein totales Differential. In der Systemphysik gehen wir weg von dieser Darstellung aus dem 19. Jahrhundert und hin zu einer zeitgemäßen Darstellung. Wir machen alles im Zeitbereich, also echt dynamisch. Wir sagen, der Wärmestrom, also der Wärmeenergiestrom, der zufließt, plus der mechanische Energiestrom, der zufließt. Wenn eine der beiden Größen abfließt, dann gibt es einfach ein Minuszeichen. Das gibt die Änderungsrate des Energieinhaltes. Hier schreiben wir W für Energie, also überall steht W. Wir hätten genauso gut E nehmen können, aber die Elektroingenieure waren bei uns dagegen. Ich möchte nun zeigen, wie man jetzt diese Gleichung anwenden kann auf ein konkretes System, und zwar auf den Garnotor. Der Garnotor besteht aus einer Hülse, aus einem geschlossenen Zylinder mit einem Wärmeanschluss und einem Hydraulikanschluss. Er ist dann unterteilt mit einem Kolben, der reibungsfrei verschiebbar ist, und auf der rechten Seite haben wir eine Flüssigkeit, eine Hydraulikflüssigkeit. So können wir dann die Arbeit und auch die Wärme erklären. Jetzt fließt also hier Wärme zu, und jetzt muss man begreifen, dass die eigentliche Wärmegröße die Entropie ist. Die Energie ist dann nur so etwas wie eine Buchhaltungsgröße. Aber das, was die Wärme ausmacht, das ist die Entropie. Also hier fließt Entropie zu oder weg. Wenn die Entropie mit der Stromstärke IS wegfließt, dann ist einfach die Stromstärke negativ. Auf dieser Seite genau dasselbe mit dem Volumenstrom. Das heißt, wenn ein Hydraulikvolumenstrom zufließt, dann ist die Volumenstromstärke positiv, ansonsten negativ. Und jetzt können wir die beiden Ströme über die sogenannte Gibbsche Fundamentalform mit den Energien verknüpfen. Das ist so ein Zuordnungsschema, das heißt, die Stärke des Entropiestromes hier mal die absolute Temperatur hier, das gibt dann den zugeordneten Energiestrom. Das ist dann die Energie, die mitgeht. Auf der anderen Seite analog, die Stärke des Volumenstromes im Moment mal der absolute Druck, der hier herrscht, das gibt dann den zugeordneten hydraulischen Energiestrom oder eben die Arbeit pro Zeit. Damit haben wir eine klare Zuordnung zwischen der Grundmenge und der begleitenden Energie, sowohl auf der Wärmeseite wie auch auf der
Arbeitsseite. Und jetzt können wir den ersten Hauptsatz wieder formulieren, wie vorher. Das, was hier thermisch ausgetauscht wird und das, was hier hydraulisch ausgetauscht wird, das gibt dann die Änderung des Inhalts oder eben Stromstärke der Energie plus Stromstärke der Energie gibt Änderungsrate des Energieinhalts. Das ist jetzt die zeitgemäße Formulierung des ersten Hauptsatzes. Jetzt können wir eine Entropiebilanz machen. Wir können sagen, die Entropie Stromstärke hier plus die Entropie Produktionsrate infolge irreversible Prozesse, das gibt die Entropieänderungsrate des Inhaltes. Auf der Volumenseite dasselbe. Die Volumenstromstärke, die hier reingeht, des Fluidums, plus die Produktionsrate, die kann jetzt hier auch negativ sein, des Volumens durch Kompression oder Dekompression, das gibt die Änderungsrate des Fluids. Im reversiblen Fall entfällt die Produktionsrate und dann haben wir Entropiestromstärke hier gleich Entropieänderungsrate da drin. Auf der anderen Seite, wenn wir ein inkompressibles Fluidum nehmen, natürlich alles reibungsfrei, sonst hätten wir eine Entropieproduktion, also ein inkompressibles Fluidum, also eine Flüssigkeit, die nicht komprimierbar ist, dann entfällt die Produktionsrate und wir haben IV, das heißt die Stromstärke des Volumens gibt die Änderungsrate der Flüssigkeit oder des Flüssigkeitsvolumens hier drin. Und wenn sich die Flüssigkeit hier positiv verändert, zunimmt, dann nimmt eben die Substanz, also hier ist ja das Gas drin oder der zu untersuchende Stoff, dann nimmt das ab und deshalb gibt es hier ein Minuszeichen. Für den Energieinhalt können wir ein Kapazitivgesetz schreiben, nämlich die Änderungsrate des Energieinhaltes ist Masse mal spezifische Kapazität. Das Ganze ist einfach die Energiekapazität mal Änderungsrate der Temperatur. Und jetzt können wir diese Entropiestromstärke hier einsetzen. Diese Volumenstromstärke hier einsetzen und dann die beiden Beziehungen in die Energiebilanz einfügen und eventuell noch dieses Kapazitivgesetz zufügen. Dann bekommen wir diese Formulierung und die hat jetzt nichts mehr zu tun mit dem Austausch, weil das sind jetzt alles Änderungsraten von Zustandsgrößen. Das sind selber T, P, M, C, das sind alles Zustandsgrößen. Nun, der Übergang von da nach da ist nur erlaubt, wenn das kapazitive Gesetz wirklich so einfach ist. Im allgemeinen Fall haben wir hier eine Funktion der Temperatur. Und jetzt können wir das Ganze noch mit der Zeit multiplizieren und bekommen dann diese Formulierung, die innere Energie ist eine Funktion der Entropie und des Volumens. Das hier ist dann eine zentrale Aussage, aber das hier gilt nur, wenn wir Reversibilität voraussetzen und Inkompressibilität. Zudem haben wir im Stoff drin noch Homogenität, sonst dürften wir gar nicht von einem Druck als solcher reden. Nun, wo passiert jetzt der Übergang von diesen Deltas, die ich vorher gezeigt habe, zu diesen Ds? Wer das jetzt begriffen hat, was ich erzählt habe, der hat auch begriffen, wo der Übergang stattfindet.